Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Day of the Tentacle. Sorry für die Verspätung, die Folge hätte eigentlich schon gestern online gehen sollen, aber ich bin zurzeit wieder am Rotieren. Wirklich, es ist zurzeit ein bisschen viel. Ich brauche Urlaub. Aber nicht heute und nicht morgen und nicht den nächsten Monat. Sodala, ich habe jetzt länger nicht mehr aufgenommen hier. Was glaubst du, was die Dodgers machen? Nun, ihr Gewonnen-Verloren-Verhältnis ist 28% unter Normal. Trotzdem sind sie seit Mai um 3 Punkte gestiegen. Ich habe bemerkt, dass sie sich nach einem Flugball ganz gut machen, wenn der Werfer Linkshänder ist und eine grüne Mütze trägt. Faszinierend. Wie sagtest du doch gleich, war der Name deiner Frau? Sandy. Ach ja. Gut, dass wir Dr. Fred Nehmann schon eingewickelt haben, was? Das rote Band wird ihn ganz gut beschäftigen. Sagtest du, du hättest dort eine PP41 dies und jenes Erklärung liegen? Nein. Was gibt's? Ich unterbreche euch ja nur ungern, aber... Seid ihr Brüder? Bei der Steuerfahndung sind wir alle Brüder. Was habt ihr mit Dr. Fred gemacht? Wir haben ihn Nehmann sicher verstaut, während wir seine Bücher prüfen. Nein, du kannst ihn jetzt nicht sehen. Und denk nicht mal dran, irgendwie zu versuchen, ihn zu retten. Wer ist euer Schneider? Sehr witzig. Ich schaue mich nur um. Bleib sauber, Junge. Wie sagtest du doch gleich, war der Name deiner Frau? Was gibt's? Okay, die beiden sind ein Charakter. Alles klar. Gut, dass wir Dr. Fred... Ups, das wollte ich nicht. Wartet mal. Genau, das war's. Sag mal, wann ist der einzelne Schuss für ein BFD-206-ZZ-Illik... Hey, da kannst du nicht reingehen. Spätestens um Mitternacht, nach dem 12. Arbeitstag, nach dem ersten Vollmond, nach dem Ende des Fiskaljahres. Aber man kann diesen Termin verlängern durch Ausfüllen eines RPM-78-Erweiterungsformulars, jederzeit vor Geschäftsschluss am zweiten Dienstag nach dem ersten Freitag im März. Gut, ich dachte schon, es hat sich aufgehängt, aber zum Glück war es nur ein bisschen der Dialog. Ja, ganz genau, guck mal, ist das nicht schön? Cross-Save-Data synchronisieren. Ich glaube, ich habe die nicht. Also, die habe ich am PC. Aber man kann hier Maniac Mansion den ersten Teil spielen. Was wir gemacht haben schon. Okay, wenn ich das gewusst hätte, hätte man die beiden Let's Plays gleich super verknüpfen können, oder? Guck, da ist Bernhard. Ich freue mich wirklich, dass wir Bernhard zufällig als Charakter genommen haben. Weil er ist jetzt der Held, ne? 20 years ago. So, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich wieder ins normale Spiel? Ah, Gott sei Dank. Entschuldigung. Manchmal werde ich einfach komplett wahnsinnig. Und dann explodiert mein Kopf. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber müsst mir einfach glauben. Ich habe zum Glück super guten Knochenkleber. So, ich muss jetzt mal ein bisschen überlegen. Was können wir denn? Hier haben wir zum Beispiel den Groschen und den Kaugummi drin. Hätte ich da irgendwas? Zum Beispiel Skalpell. Aber das ist viel zu logisch für das Spiel, oder? Ich könnte mich selbst schneiden. Genau, eben. Das ist bestimmt was Bescheuertes. Naja, okay, mehr habe ich jetzt hier nicht. Schauen wir mal, ob wir so zu Fred kommen. Zu Dr. Fred. Heißt er Fred? Ned? Ted? Fett? Tony? Maroney? Okay. Seil? Warte mal. Nimm Seil. So, und jetzt... Ist er noch in rotes Klebeband gehüllt oder so? Dr. Fred, was machen wir denn mit dir? Dr. Fred? Schläft wohl noch?
Ich meine, die Steuerfahndung in den USA ist scheinbar wirklich noch nerviger als unsere deutschen Steuerämter. Ich weiß schon, die machen nur ihren Job, aber ihr Job ist es halt so ein bisschen, den Bürgern auf die Nerven zu gehen, oder? Aber ich glaube, selbst in den USA darf man wegen einer Steuerprüfung die Leute nicht komplett in rotes Klebeband einwickeln. Ich schätze mal, da könnte er sich beschweren. Benutzen wir Dr. Fred mal. Drücken. Oh oh. Hey. Wo ist er hin? Ah, da bist du. Oh, mir fällt etwas ein. Das Kapital muss versteuert werden, selbst wenn der Name auf dem Formular kleingeschrieben ist. Ich sehe das Dach und die Weihnachtslichter. Nö. Nö. Was machen wir denn jetzt mit dir, Freddy Paddy? Soll ich mal... Ah, aha. Ja, wartet. Jetzt fällt mir was ein. Oh, jetzt ergibt sich alles in meinem Kopf. Ich glaube, ich hab's. Ich bin mir nicht sicher. Wartet mal. Weil da unten müsste doch jetzt... Das klappt nicht. Nein. Ah. Ach so, warte mal. Ja, er macht was. Yes, ich glaube, ich weiß genau, was wir jetzt tun müssen. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich nur den ersten Schritt jetzt. Ich weiß, aber das ergibt sich vielleicht. Jetzt passt auf. Jetzt nehme ich die rote Farbe. Oh, bitte, bitte, bitte. Yes. Ted ist rot und Ted ist tot. Das reimt sich, also muss es stimmen. So, Dala, jetzt passt auf, das schwingende Seil. Benutzen mit toter Cousin. Okay, von mir aus. Okay, soweit, so gut, oder? Jetzt haben wir schon mal einen Doppelgänger kreiert. Hey, das Spiel ist genial. Wirklich, das ist so clever. Dass man diesen seltsamen Mumiencharakter aus Maniac Mansion, der da irgendwie in der Dusche steht und weird ist und man weiß nicht so genau, was man damit anfangen soll, dass sie den hier quasi zu so einem echten Charakter machen. Zu einem Scherzcharakter natürlich. Aber in jeder Zeitlinie ist er ein wichtiges Objekt quasi. Das ist einfach lustig. Das ist einfach gut. Lass mich raten, die Schale ist zu schwer, oder? Nein, es geht. Na super, muss ich jetzt wieder nach oben latschen? Was passiert, wenn ich jetzt hier... Ah, ja, okay. Das Seil lassen wir hängen. Ich hab doch gesagt, da ergibt sich bestimmt was. Jetzt binden wir das Seil nämlich vielleicht einfach an ihn statt an die Mumie und ziehen dann von unten nochmal dran. Wäre jetzt meine Idee. Oh Gott. Ich finde es wirklich witzig und cool. So, jetzt passt auf. Das Seil benutzen wir mit Fred. Oh oh. Hä? Hey. Das hat jetzt nicht funktioniert. Spaß und Spiele, Doktor? Okay. Es gibt keinen Kommen vor der Steuerfahndung. Fällt ihm scheinbar nicht auf, dass hier noch ein Ted rumliegt. Benutze Seil mit Fred. Nee, da passiert immer oh, das. Hey. Ah, ja komm. Bla bla bla. Los jetzt. Ich bin nah dran. Ich weiß es genau. Ich weiß nur noch nicht genau. Ich benutze Ted mit Fred. Ah, okay. Ich benutze nichts mehr mit Fred. Doch, es funktioniert. Okay. Ich nehme alles zurück. Ich dachte, da war etwas. Alles in Ordnung da drin?
Versuch einfach leise zu sein, okay? Aha, gut. So, jetzt pass auf. Seil benutzen mit Dr. Fred. Jetzt dürfte das wahrscheinlich funktionieren. Diesmal bitte keinen Galgen basteln. So, jetzt teste ich mal, ob wir schon hier oben ziehen können oder vielleicht sogar müssen. Nö, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Nee, okay, dann ziehen wir von unten wahrscheinlich. Hä? Ach so. Uff. Dr. Fred, sind Sie okay? Dr. Fred! Ich bringe ihn besser ins Labor. Tja, jetzt habe ich ihn hier, aber er ist bewusstlos. Jetzt haben wir ihn hier, aber er ist bewusstlos. Ah, Moment. Kaffee. Ich könnte ihm das Zeug ins Gesicht kippen. Ja, aber machen wir nicht, oder? Schade. Ich dachte jetzt wirklich, dass du das machst. Das war meine Idee. Ah, Mist. Muss mal kurz das Inventar der anderen durchschauen. Was haben wir denn hier? Die Batterie. Zigarrenanzünder. Hä? Hä? Trophäe? Heißhunger? Naja. Rechtshänderhammer, Eimer mit Seife, Textbuch. Was haben wir hier? Dosenöffner, Tippex. Tippex, nee. Der nasskalte Hamster, der muss irgendwie getrocknet werden, definitiv. Die Kurbel. Nee, da fällt mir gerade gar nichts ein, was wir jetzt damit machen können, ehrlich gesagt, um ihn aufzuwecken. Ha, und auch sonst, was müssten wir denn sonst noch machen? Die Batterie muss noch aufgeladen werden. Dafür müssen wir den Hamster irgendwie trocken kriegen. Hier waren doch so seltsame Apparaturen. Irgendwo, ich weiß nicht mehr wo. Die waren, glaube ich, unten irgendwo, ne? Ich laufe ganz falsch. Ja, hier ist gar nichts. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich an dem Spiel noch verbessern würde. Sowas wie Schnellreise. Wenn man einen Raum einmal durchquert hat, dann Doppelklick auf die Tür, wo man hin will, und dann bam. Ist mal, lädt schon der nächste Bildschirm. Das wäre vielleicht noch eine nette Komfortfunktion. Ich wollte das gar nicht, aber ich hab eindeutig dahin geklickt. Selber schuld. Junges Tentakel, was hast du zu berichten? Ich habe das Stück, das Sie brauchen, Sir. Wunderbar! Die menschliche Rasse wird bald so klein sein wie ihr Intellekt. Sind die Gefangenen wieder unvernünftig? Ich werde sie tadeln müssen. Das sind Insekten, du Clown. Außerdem müssen wir über wichtigere Dinge nachdenken. Ich habe mal gelesen, dass Menschen von Clowns abstammen. Das ist schon gut. Ich brauche deine Hilfe bei einem anderen Problem. Komm näher, ich werde dir meinen Plan verraten. Es begann vor 200 Jahren unserer Zeitrechnung. Okay. Oh, wollte das nicht. Aha, ein Bild, das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Ich
glaube, das ist ein Bild von Purpur Tentakel. Nein, schwarz-weiß ist es schwer zu sagen. Das hängt ziemlich hoch, da komme ich nicht ran. Na gut. Mikrowelle. Müssen wir den Hamster in die Mikrowelle stecken? Ich habe ihn schon rausgenommen. So haben wir. Außerdem würde er das Fleischthermometer nicht wollen. Okay, so haben wir ihn nämlich schon aufgetaut. Aber wir können ihn damit anscheinend nicht trocknen. Ich könnte ihn im Trockner trocknen. Ist das ein Trockner? Das ist ein Trockner. Das ist kein Zufall. Nein. Nein? Wirklich nicht? Zum Verkaufen Katze. 4 Beine, 2 Augen, 1 Kopf. Eine langweilige Katze. Die ist nicht viel wert. Aber alle Katzen sind super. Insofern. Boah, ich weiß nicht, was wir jetzt machen müssen. Wirklich nicht. Ich häng grad total, ey. Ben Franklin möchte den Drachen steigen lassen. Mit dem Blitz könnte ich die Batterie auffüllen. Aber Ben Franklin will die Batterie nicht. Ich müsste das irgendwie anders ihm unterjubeln oder so. Keine Ahnung. Hier müssten wir den... Trichter! Vielleicht ist das des Rätsels Lösung. Na, hallo. Na, also. Na, danke schön. Das ist ein verdammt leckerer Burger. Oder so. Verdammt guter Kaffee. So, Dr. Fred, gib mir einen Tipp, was wir jetzt machen sollen. Komm, bitte. Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid. Ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Muss ich ihn jetzt irgendwie dazu bringen, austricksen, dass er den Vertrag jetzt unterschreibt? Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts. Aber die ganze menschliche Rasse ist in Gefahr. Natürlich. Deswegen denke ich doch schon die ganze Zeit darüber nach. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich an. Ach komm schon, Dr. Fred. Würden Sie... Unterschreiben Sie, oder ich werde echt verrückt. Und was dann? Bist du nicht mehr mein Freund? Okay. Würden Sie... Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ich lasse Purpur für verrückt erklären und verhaften. Das ist eine gute Idee. Aber ich brauche einen Zettel, unterschrieben von einem Doktor. Oh! Hey, ich bin Doktor! Wir haben Glück. Nun, viel Glück! Sudala. Dialogrätsel sind schwierig. Unterschriebener Vertrag. Unterschriebener Vertrag. Was machen wir jetzt mit dem? Den müssen wir jetzt wahrscheinlich wegschicken, oder? Irgendwie. Aber wie denn? Habe ich dort Help Wanted. Kann ich mitnehmen.
Okay. Aushilfe gesucht, Schild. Ich wüsste überhaupt nicht, für was ich das brauche. Schon wieder ein Item mehr, mit dem ich nichts anfangen kann. Na super. Es hat keinen Zweck. Wir haben den Einsendeschluss verpasst. Wir haben den Einsendeschluss verpasst. Aber Howie in der Vergangenheit hat noch ungefähr... Wie viel Zeit liegt dazwischen? 200 Jahre Zeit, um den einzusenden. Wir machen eine Zurück in die Zukunft 3 Geschichte draus. Dieser Brief lag seit 150 Jahren bei uns auf dem Postamt. So in der Art. Okay. Bla bla bli, bla bla blu, schlubbidi bu, schlubbidi ba, schlubbidi bu, schlubububum. Ist das nicht ein schönes Lied? Ich finde schon. So, unterschriebener Vertrag im Klo. Aber was machen wir jetzt mit dem unterschriebenen Vertrag im Klo? Den gibt's hier einen Briefkasten. Oder ich bringe ihn mal zum Professor runter in den Keller. Hier ist. Ah doch, hier ist ein Briefkasten. Na, schauen wir mal, ob das. Ich weiß auch nicht, wie das in den USA funktioniert. Kann man da Briefe einfach hier in seinen eigenen Briefkasten legen und der Postbote nimmt die mit? Ja. Ich glaube nicht, dass das ohne Briefmarke klappt. Aha. Theoretisch vielleicht, aber nicht ohne Briefmarke. Wo kriege ich jetzt eine Briefmarke her? Im ersten Teil hatte ich eine Briefmarke. Das war gut. Aber hier habe ich leider keine Briefmarke. Da ist was im Chrono, oh. John. Nein, das geht wirklich auch. Oder es geht so viel leichter, so Sachen zu verschieben. Ah! Halt, stopp, ich wollte wirklich zu dir. Ich überlege nur, ob da irgendwas ist, das Briefmarken technisch helfen könnte, aber nicht wirklich, ne? Eine Briefmarke. Wahrscheinlich müssen wir wieder kreativ sein. Vielleicht können wir mit Tippex und roter Farbe selber eine Briefmarke herstellen. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche einen Fotoapparat und dann fotografiere ich irgendwie Ben Franklin oder so. Der ist bestimmt auf einer Briefmarke. Und dann basteln wir unsere eigene Briefmarke. Wäre eine kreative Lösung, aber wahrscheinlich nicht die richtige. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt, Dr. Fred? Wie kriegen wir den Hamster trocken? Wie kriege ich die Münze? Damit kriege ich vielleicht den Hamster trocken. Trockner. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich stehe gerade wirklich voll auf dem Schlauch. Ich habe gehofft, jetzt wo ich Dr. Fred aufgeweckt habe und so, ergibt sich wieder was. Aber ich habe gerade keine Ahnung. Die Batterie will er nicht. Jetzt wartet mal, ich putze nochmal das Auto. Ah, das ist sauber genug für mich. Ach so, okay, macht er nicht mehr. Wegen Franklin, ne? Verdammt. Ich habe keine Ahnung. Hey,
Was gibt's diesmal? Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Was erfindest du? Das ist ein Stück Papier, welches von alleine an Dingen klebt. Ziemlich genial, muss ich schon sagen. Das brauche ich vielleicht für die Briefmarke. Bis später dann. Aber wie soll ich das kriegen? Vielleicht, wenn du deine Haare kürzt. Hey, das ist kein Spielzeug. Oh Mann, ey. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich glaube, ich schau mal hin. Jetzt ist wieder, es ist Guide-Zeit. Jetzt passt auf, wir haben gerade unseren Professor gerettet vor der IRS. Check. Abgeschlossen. Have Bernard give Hoagie the help wanted sign. And the flyer? The flyer. Aber irgendwie komisch geschrieben. Wartet mal ganz kurz. Flyer, Flieger. Wartet mal, muss ich kurz im Kontext mit Day of the Tentacle suchen. Day of the Tentacle. Ach so, der Staubsauger-Flyer. Ah ja, okay. Das haben wir schon erledigt. Das steht in dem Guide erst viel später. Aber dieses Help-Wanted-Schild, das braucht anscheinend auch... Ich benutze das Chrono John. Genau, das wäre ganz nett. Meine Güte, das ist so praktisch. So, was machen wir jetzt mit dem Help-Wanted-Sign? Ich habe wirklich keine Idee. Ich schaue jetzt mal schnell. Bucket of water and soap, das haben wir schon gemacht. Storm Ben Franklin. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht mal und ich wäre nie drauf gekommen, aber wir sollen das Help Wanted Schild jetzt ihm geben. Das, was? Welcher? Inwiefern? Woher soll man das wissen? Was ist das? Gesucht? Fleißige Aushilfe? Genie helfen? Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Also, nimm dein Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Aha. Also, ich weiß nicht, wie man da hätte draufkommen. Da habe ich wahrscheinlich irgendeinen Dialog, irgendeinen Hinweis übersehen oder so. Ja, und jetzt haben wir Laborkittel. Na super, was machen wir jetzt damit? Ich habe keine Ahnung. Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Zu klein für ihn. Wer braucht einen Laborkittel? Oh Gott. Benjamin Franklin braucht den. Hey, ohne Guide würde ich jetzt gerade überhaupt nicht mehr weiterkommen. Und ich verstehe gerade überhaupt nicht, was los ist. Warum? Moment mal, Benjamin Franklin, oben. Warum braucht der den Laborkittel? Und woher soll ich wissen, dass ich ihm den... Also das... Ich wirklich... Keine Ahnung. Aber okay, kein Problem. Hauptsache, wir kommen jetzt weiter. Aber ich hätte da, also niemals, in 100 Jahren nicht, wäre ich da drauf gekommen. In 200 wahrscheinlich schon. Ich habe hier was für dich, Mister... Mister Superhirn? Gib schon her. Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha. Tut mir leid.
Aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen. Wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Hm. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Komisch, der hat noch irgendwas von Metall gesagt, das er braucht. Das verwirrt mich jetzt noch mehr, warum er den Laborkittel braucht. Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar, Lasagne. Hoffentlich. Aber jetzt werden wir unsere Batterie anbringen, stimmt's? Kablemo. Und jetzt schubsen wir den Drachen. Jetzt! Yippie! Jetzt macht endlich alles Sinn. Er fliegt so seltsam. Du hast es. Bleib so. Er ist zu schwer. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Moment noch, Ben. Bleib so. Er bricht aus. Er bricht aus. Renn um dein Leben. Na, das war interessant. Jau. Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein. Den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Okay, cool. Gibt's wirklich eine Erfindung, die Hoagie heißt? Die Ben Franklin erfunden hat. Muss ich schnell gucken, wie man den schreibt genau. Ah, das steht hier nicht. Verdammt. Aber will ich mal schnell googeln jetzt. Ein bisschen Bildung für zwischendurch. Wie schreibt man denn den Hoagie? Hoagie is a sandwich. Aber ich weiß nicht, ob er den richtig schreibt. Day of the Tentacle. Hoagie. Doch, den schreibt man wieder Sandwich. Hat Benjamin Franklin das Sandwich Hoagie erfunden? Wollen wir mal schauen. Submarine Sandwich, auch als Hoagie bekannt. Hm. Das italienische Sandwich. Italian American Community. 19. bis Mitte 20. Jahrhundert. Also Wikipedia erwähnt Benjamin Franklin hier mit keinem Satz. Also insofern wahrscheinlich eher... Nee, find nix. Dann verstehe ich den Witz nicht. Gut, weiter geht's. Hey, sind wir jetzt eigentlich mit Hoagie zufällig fertig in der Vergangenheit? Ich meine, im Grunde mehr oder weniger, oder? Jetzt können wir das Ding hier mit unserem Chronotron verbinden. Ich soll meine einzige Chance, hier wegzukommen, verschenken? Vergiss es. Das hätte funktionieren sollen. Aha. Boah. Ja, und jetzt kann ich den benutzen, oder wie? Tja, ich bin fertig. Aber ich glaube, ich muss noch auf Bernard und Laverne warten. Ah ja. Okay, ich verstehe. Aber wir sind jetzt echt mit Hoagie fertig. Laverne, was machen wir jetzt mit dir? Was machen wir mit euch? Was machen wir überhaupt irgendwie mit irgendwas? Oh!
Purpur-Tentakel-Mann des Jahres. Tentakel besucht Weißes Haus. The Sunday Times. Ja, haben wir schon versucht. Mit Zaubertinte, weil dann löst sich der Kaugummi oder wird unsichtbar. Mit entkoffeinierten Kaffee. Das Zeug frisst sich glatt durch den Boden. Ich glaube, in der Simpsons-Folge, wo dieser Kaugummi im Haar hat, empfiehlt er wieder Kaffee, oder? Mit der... Oh, come on. Nee, oder? Doch. Ah, oh, da hätte man drauf kommen können, oder? Da hätte man drauf kommen können. Ach, dammit. Aber jetzt klebt der Kaugummi dran. Ich wüsste, wie man den Kaugummi rauskriegt. Genau so. Widerlich. Aber genau an das habe ich auch gedacht. Ich meine, jetzt könnte ich theoretisch den Trockner anschmeißen. Der nimmt nur 50er. Der nimmt nur 50er. Und was ist ein Dime? Ein 25er, oder? Ich weiß es nicht. Ein Nickel und ein Dime. Ein bisschen klebrig, aber wohl noch was wert. Hm. Ach, und ein Kaugummi haben wir jetzt auch noch. Hm. Okay. Ach man ey, das ist wirklich nicht leicht, oder? Ich komme wirklich nicht mehr drauf. Okay, ich schau noch mal im Guide jetzt. Charge Laverne's Chronotron. Okay, go down, Grandfather Clock, Basement, Ice Machine, Hamster. Ja, das haben wir schon gemacht. Hamster Microwave haben wir auch schon gemacht. Switch to Bernard, go... Talk to the... Mit den Schlüsseln haben wir gemacht. Eisenstange, Brechstange geholt. Dime with gum, ganz genau. Head upstairs, go where the man was sleeping. Use both dime... both dimes. Both dimes? Ich glaube, ich habe nur einen Dime. Hm. Aber ja, das stimmt, das habe ich schon ganz vergessen. Das ist ja, ich habe jetzt über eine Woche das Spiel nicht mehr weitergespielt, weil ich so viele Folgen vorproduziert habe, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Aber dann hatte ich keine Zeit mehr. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das macht nämlich total Sinn. Nur jetzt... bräuchten wir noch einen Dime und haben keinen. Und ich weiß nicht, wo wir den zweiten Dime herkriegen. Da habe ich irgendwas übersehen. Das ist schlecht. Da muss ich vielleicht schnell googeln. Weil das weiß ich jetzt wirklich nicht. Day of the Tentacle Dimes. Second Dime. Ja, ist jetzt die Frage, welcher da gemeint ist. Warte mal, nein. In einem Forum habe ich gerade eine Antwort gefunden, dass anscheinend... Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich spinne. Der ist da einfach in den Telefonschlitz. Niemals, nie im Leben hätte ich den gefunden. Nie, wirklich nie. Ich hätte da nie wieder hingeguckt. Ich hätte nie wieder hier in dieses Telefon geguckt. Das war für mich, der Raum war sowas von abgegrast. Nie im Leben. Verdammt nochmal. Oh, come on, ey. Come on.
Nee, auf viele Sachen wäre ich einfach echt nicht gekommen. Und jetzt haben wir den Pulli. Und ich verstehe zwar noch nicht, warum, keine Ahnung. Aber wir packen jetzt tropfnass. Pulli in den Trockner, glaube ich, oder? Aber wir haben gar keine Quarter, Mensch. Wir brauchen Quarter. Wo kriegen wir denn jetzt Quarter her? Ich guck jetzt nach. Ich mag jetzt nicht mehr. Das ist ja wirklich, wirklich. Ich bin... Quarters. A dryer need quarters. Ja, genau. Aber wo kriege ich die Quarters her? Wartet mal. Ich lese nämlich in den Guides immer so wenig wie möglich. Ich habe nur irgendwas gelesen von wegen, man soll die Brechstange irgendwo benutzen. Ich möchte so gute Wertarbeit nicht kaputt machen. Okay, damit man Quarters kriegt. Ich weiß jetzt noch nicht wo und wie und was, aber da schaue ich mich jetzt nochmal um. Irgendwo die Brechstange. Irgendwas, wo wirft man denn Quarters rein? Die Waschmaschine ist es nicht. Ah! Da könnte es sein. Schauen wir mal. Ansonsten hätte ich noch eine Idee. Yes! Okay. Aha, jetzt verstehe ich's. Das ist wieder so genial. 1968. Jetzt verstehe ich das Rätsel und das ist wieder mal brillant. Wirklich, es ist so clever. Jetzt haben wir nämlich unglaublich viel von diesen Dimes Quarters. Und die benutzen wir jetzt alle unten bei der Waschmaschine, beim Trockner, damit die ewig läuft. Und zwar irgendwie 100 Jahre oder wie viel Zeit da dazwischen liegt. Und dann wird die gerade fertig wahrscheinlich in der Zukunft. Und dann ist da ein wohlig warmer und wahrscheinlich, ja genau, das ist so genial. Oh, das Spiel ist so gut. Weil der ist wahrscheinlich dann auch noch eingelaufen, wie blöd. Ist eh ganz klar, weil er 100 Jahre im Trockner war. Und dann passt er dem Hamster genau. Ich finde das so witzig. Wirklich, ich finde das so gut. Ich meine, teilweise würde ich wirklich nicht so schnell drauf kommen ohne Hilfe. Aber es ist einfach so clever. Yes, ganz genau. Super. Wow. So, und jetzt steht sie zufällig schon ganz gut und... Das ist echt gut, oder? Das ist wirklich gut. Nehmen wir den kleinen Pulli. Oh, süß. Das ist wirklich gut. Das sollte ihn aufwärmen. So, jetzt haben wir einen knusprig warmen Hamster. Und jetzt müssen wir ins Geheimlabor. Oder? Müssen wir ins Geheimlabor? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wo stehen die Uhr gleich nochmal? So, schnucklig warmer Hamster. Knusprig warmer Hamster. Jetzt lauf. Okay. Jetzt liegt hier eine Radkappe. Brauchen wir die? Ich nehme die mal mit. Auf jeden Fall ist gut, dass wir die Verfassung geändert haben, weil jetzt geht nicht, der ist eingebaut. Staubsauger benutzen. Der
Der arme Hamster, ey. Was der alles mitmachen muss. Okay, Hamster, jetzt rette die Welt. Nun? Schaut euch den mal an. Er rennt und rennt und rennt und rennt. Okay, cool. Aber warte mal. Was jetzt eigentlich? Das ist der gleiche Generator wie in Dr. Freds Labor. Wie kriege ich denn jetzt den Strom mit dem Verlängerungskabel? Stimmt, 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 stimmt. Da war was. Jetzt muss ich mal nochmal rausgehen. Da liegt draußen das Verlängerungskabel. Das muss ich irgendwie noch durchs Fenster reinschmeißen oder irgendwie sowas. Das ist einfach wirklich sehr, sehr genial. Die Sam & Max Adventures mag ich auch sehr gerne, aber ich glaube, das ist für mich jetzt mit denen wirklich auf einer Stufe. Ich bin so froh, dass ich das nachgeholt habe, den Klassiker hier, und verstehe jetzt auch, warum das so ein legendärer Klassiker ist, weil das ist einfach heute noch extrem gut. Ah ja, jetzt hat's funktioniert. Ich glaube, das muss ich... Es ist mit dem Chronojund verbunden. Ja, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das jetzt dann zusammenstöpseln kann, ehrlich gesagt. Aber jetzt gehe ich nochmal in den Keller. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Reihenfolge ich was wo anstöpseln muss, ehrlich gesagt. Aber hier dürfte jetzt... Ah ja, guck, hier ist das Kabel jetzt. Das ist schon mal gut. Benutzen mit... Ja, okay. Und jetzt muss ich das draußen wahrscheinlich auch nochmal machen mit Benutzen mit. Na komm. Ta-ta-ta-ta-ta! Tja, ich bin fertig. Aber ich glaube, ich muss auf Bernhard und Hoagie warten. Also, Hoagie ist auch schon fertig. Bernhard. Müssen wir Bernhards Zeitmaschine auch laden oder was ist los? Eigentlich. Fällt mir gerade ein. Weiß ich gar nicht. Weil wenn, dann wüsste ich nicht wie. Aber gut, ich bin froh, dass wir jetzt schon mal so weit gekommen sind. Das war cool. Das war alles ziemlich cool. Jetzt gucke ich nochmal kurz in den Guide. Also, Laverne's Dingsy haben wir gecharged. Sweater, Hamster Generator. To get the Hamster. Ach ja, die Verfassung ändern. Genau, das haben wir alles schon gemacht. Okay. Sehr gut. Den Vertrag. Eine Briefmarke. Eine Briefmarke! Eine Briefmarke! Ich bin so blöd. Ich lese gar nicht weiter. Jetzt hat's Klick gemacht. Ich bin so blöd. Natürlich. Ich weiß doch, wo wir Briefmarken herkriegen. Und es bricht mir jetzt schon das Herz. Meine Güte. Ah, okay. Hey, fass meine Marken nicht an. Das habe ich mir schon gedacht, ne, dass das so leicht nicht wird. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Hier, ich schneid eine raus. Hey, fass meine Marken. Okay. Nein, ich mag es, wie es ist. Nicht bepinseln. Hey, möchtest du einen Trick sehen?
Sicher. Toll, oder? Meine Pony-Express-Briefmarken. Du hast meine Pony-Express-Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie. Raus aus meinem Zimmer! Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese... negativen Gefühle tun. Okay. Kann ich das jetzt auch mitnehmen? Kann ich ihm zurückgeben? Raus hier! Nee, guck mal, es ist alles gut. Das war unsichtbare Magie-Zaubertinte. Guck. Hey, der Fleck ist wieder weg. Na schau. Ich glaube, ich kann dir verzeihen. Ja, na also. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Tja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl. Ja, ja. Jetzt wälzen die Autoren hier wieder die Verantwortung auf die Spieler ab. Nee, nee, nee. So geht das nicht. Ich mach nur, was ihr geschrieben habt, was man machen kann. Tut mal nicht so. Sodala, wir haben jetzt die Briefmarke. Die muss ich jetzt auch in die Vergangenheit schicken. Schätze ich mal. Jetzt kombinieren wir die. Ah, perfekto mio. Perfektomatico. Wir machen heute übrigens gleich eine Triple Deluxe Folge, falls ihr euch wundert, warum das Video so lang ist. Triple die Bibble Deluxe. Die Folge von gestern, die Folge von heute, die Folge von morgen. Mein Gott, ist das gut. So hätte ich eigentlich hätte ich es genauso immer machen sollen, oder? Alle 3 Tage kommt eine Dreifachfolge. Immer mit der Folge von gestern, von heute und von morgen. So wie das Spiel auch in... Ah, zu spät. Das wäre ein gutes Konzept gewesen. Eine Folge aus der Vergangenheit, eine aus der Gegenwart und eine aus der Zukunft. Ja, was gibt's? Hallo, ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir, Ihnen 2 Millionen Dollar Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger! Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Fräulein, bitte ein Reisebüro. Das ist ein Notfall. Okay, das ist ausgezeichnet. Jetzt gehen wir nämlich telefonieren. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit Sofort ist der Da-Service. Danke für Ihren Anruf. Na, das ist Service. Ich bring das besser gleich zu Dr. Fred. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ah, ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Wie herzerweichend. Laut meinen Instrumenten ist jetzt alles fertig. Deine Freunde haben ihre Stecker eingesteckt. Zeit zum Hebel umlegen.
großartig. Hobie, ich bin so froh. Ciao. Laverne, super. Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid. Ich hasse es zu stören, aber wir haben keine Zeit. Ihr seid wieder da und wir haben noch unseren alten Plan. Also, zurück mit euch ins Gestern und dann schaltet die Matschmaschine aus. Was? Wie bitte? Ein Moment, Dr. Fred. Sie sind gerade erst wieder da. Wie wäre es mit einem kleinen... Haha! Ihr könnt die Maschine nicht ausmachen, wenn ich als Erster da bin. Oh oh. Keine Sorge, Jung. Diesmal weiß ich, dass ich ihn stoppen kann. Oh oh. Wir sollten besser etwas unternehmen. Los geht's! Nein! Wartet! Ihr könnt nicht alle in einen Kasten gehen. Habt ihr etwa die Fliege nicht gesehen? Oh nein, wirklich? Finde ich lustig. Tja. Wir sind eine Art Monster, Leute. Na prima. Jetzt sitze ich hier den Rest meines Lebens, höre Bernard zu und sehe Hogi essen. Mama hat mich vor Tagen wie diesen gewarnt. Jetzt wartet mal eine Minute. Es ist Grüntentakel. Wie war das, Grün? Was? Ich glaube, er wollte euch vor mir warnen. Oh. Wir werden die Matschmaschine ausschalten und deine üblen Pläne stoppen, du Wurm. Ihr Elendshaufen seid keine Gegner für mich. Aber wir sind zu dritt. Naja, irgendwie. Na und? Ich werde euch trotzdem vernichten. Ja? Du, und welche Armee? Nun, diese Armee natürlich. Ihr seht, ich war beschäftigt. Das sind alles Kopien von mir aus der Zukunft. Ich habe sie mit dem Chrono John hergebracht. Zusammen werden wir die Welt erobern. Ihr 10 dort. Geht in den Keller und bewacht die Matschmaschine. Warum gehorchen die alle den einem? Die müssten alle gleichermaßen machtbesessen und größenwahnsinnig sein. Das würde so nicht funktionieren. Das würde nur einen Konflikt enden. Aber gut. So, welche schrecklichen Qualen lasse ich euch nun zukommen? Überlasst sie mir! Ich habe schon lange auf eine Chance gewartet, meinen Miniaturisierer zu testen. Oh oh. Entschuldige mich, uns. Na super, jetzt sind wir dreiköpfig, komisch deformiert. Der Rest von euch kommt mit mir. Und klein. Nächste Station, die Welt! Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wow! Wieder groß. Die Wirkung lässt nach. Aha! Lauft los! Verdammt! Die Batterie hatte keine Zeit, sich aufzuladen. Aber das wird noch. Leise, vielleicht findet er uns ja nicht. Juhu! Wo seid ihr, Menschlinge? Leute, der ist ein uralter, kleiner, schrumpeliger Tentakel und ihr seid ein dreiköpfiges Monster.
Kann man den vielleicht einfach überwältigen und seine Schrumpfpistole wegnehmen? Was will der eigentlich? Aha! Oh oh. Nimm das! Und das! Mist! Wie könnte es wohl noch meine Pläne durchkreuzen? Aha! Oh oh. Nimm das! So nicht, aber Mist. Vielleicht müssen wir klein sein. Ah, Mäuselöcher. Da waren Mäuselöcher. Ne? Ich glaube, irgendwo waren Mäuselöcher. Aber hier scheinbar nicht. Ich wüsste nicht, wo. Jetzt sind wir wieder groß. Wahrscheinlich müssen wir klein sein. Ich weiß nur noch nicht, warum. Oh oh. Nimm das! Und das! So, kommen wir jetzt hier in die Tür rein. Ja, das geht. Und hier ist ein Mauseloch. Gut, ich weiß noch nicht genau, was das jetzt wird, wenn es fertig ist. Aber das ist doch schon mal gut, oder? Wir sind zu klein. Ja? Ah. Mist. Aber gut, es ist ein Anfang. Wir sind da irgendwas heißen auf der Spur, glaube ich. Mist. Wenn es im Laden nur... Nein, das wollte ich nicht. Ich will das nicht. Mist. Ich habe mich nur verdrückt. So, Tür, bitte, lauf. Schnell. Hui, Bernlüsener. Lauft. Hogbern. Wie hieß sie? Ich weiß es nicht mehr, wie sie heißt. Nehmen wir die Bowlingkugel. Die liegt zu weit oben. Jetzt haben wir eine Bowlingkugel. Und jetzt kegeln wir ihn weg. Hey! Oh. Wo ist er hin? Diese Tür ist wohl verriegelt. Wo ist er denn, der lila Tentakel? Wie sollen wir jetzt mit einer Bowlingkugel alle 100 Millionen lila Tentakel-Armee-Leute da unten wegkegeln? Indem wir alle schrumpfen. Oder die Bowlingkugel riesig machen. Oder etwas ganz anderes. Na, wenn sie da schon so schön stehen. Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Wenn der obere Saugnapf das Auge ist, dann kommt der Mund. Was macht dann der untere? Also nicht der ganz untere. Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Yep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Ihr Menschlinge seid so engstirnig. Na super. Jetzt beginnt der ewige Kreislauf. Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Meine Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Ich habe eh schon gewonnen. Was machen wir jetzt? Die menschliche Rasse ist dem Tode geweiht. Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Holt mich hier raus!
Ich fühle mich, als wäre ich verpuppt. Die menschliche Rasse ist dem Tode geweiht. Ich glaube, das Ding läuft besser mit etwas wie einem kleinen Nagetier. Wir kümmern uns besser erst um Purpur-Tentakel. Also, was hast du gegen die Menschen? Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal, mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht hat. Blödsinn! Ich erfand sie und schickte sie durch die Zeit. Ich wusste, dass Fritz Ego sie für sich beanspruchen würde. Ist das gut für ein Paradoxon? Wer, Fred? Aber es gibt doch nur einen. Richtig! Jetzt wisst ihr, warum ich Menschen hasse. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Hört sich an, als hast du Dr. Fred. Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, sondern nur Dr. Fred. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration, gefällig? Ich wette, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Netter Versuch. Warum setzt du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? Vielleicht macht das ja Spaß. Haha, ich hab's gewusst. Schnell nimm den Schwumpfomat. Rede. Sicher. Wartet! Ihr habt nicht alles gehört. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Alles mir! Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Schmetterlinge her. Unsere Arbeit ist getan. Produziert die Maschine jetzt Schmetterlinge? Jetzt können wir nach Hause. Moment, ihr seid zu Hause. Ach so, nach Hause, nach Hause. Epilog. Ich meine, den einen Tag kann man in der Vergangenheit bleiben. Das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Ach so, es stimmt. Schrecklich aus. Wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, schon okay. Es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Äh.
Das ist echt gut. What a twist. Puh, bin ich froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Ach ja, herrlich. The End. Ja, das war richtig gut. Wirklich, das ist super gut. Schön, dass ich diesen Klassiker jetzt nachgeholt habe. Weil das ist wirklich ein Spiel, das ist perfekt. Das ist super gealtert. Das kann man heute noch genauso gut spielen. Ist heute noch ein absolut fantastisches Adventure. Vor allem in der Remastered-Version. Ich glaube, es gab in der Originalversion sogar auch noch so Sachen wie Sackgassen und sowas. Ein paar unschöne Designentscheidungen, die man heute nicht mehr so machen würde. Aber, ja genau. Gibt's heute nicht mehr in der Remastered-Version. Super cooles Spiel, wirklich. Gefällt mir sehr gut. Und ich habe mir zum Schluss gedacht, da ja, ne, da wird ja im Grunde ein Nachfolger so ein bisschen angeteased sogar. Ich weiß jetzt nicht, wo die Rechte von Day of the Tentacle liegen oder Maniac Mansion. Ob die noch bei LucasArts liegen? Wahrscheinlich, ne? Ich befürchte, die hat nicht, Double Fine, sondern die dürfte LucasArts wahrscheinlich noch haben. Schade, weil wären die bei Double Fine, wären die jetzt bei Microsoft. Und dann würde ich echt sagen, hey Microsoft, bitte, nachdem Double Fine Psychonauts 2 gemacht hat, auf das ich mich ja auch wirklich sehr freue, mach doch noch, oder? Mach doch noch in Days of the Tentacle 3. Ich glaube, Tim Schäfer macht das ganz gut. Und ja, wäre cool. Aber mal schauen, ob da noch was draus wird. Auf jeden Fall für sich genommen wirklich ein absolut fantastisches Point-and-Click-Adventure. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, mit was es jetzt beim nächsten Mal weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich habe mich verschluckt, Entschuldigung, vorher. Vor lauter Lachen. Müssen wir mal gucken. Muss ich mal den Ramsi fragen, was er sich als nächstes 8 Uhr morgens Let's Play wünscht. Schauen wir mal, ob es jetzt noch eine Hidden Scene gibt. LucasArts Entertainment steht da noch. Golden Tentacle. Der noch bösere Bruder. Mein Gott, wird man in dem Spiel mit Trophäen überschwemmt, denke ich mir gerade jetzt am Schluss raus, oder? Okay, das war super cool, wirklich super, super witzig, super, super lustiges Spiel. Gefällt mir sehr gut. Ja, so Leute, das war's jetzt, ne? Dann würde ich jetzt sagen, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal mit was auch immer. Um 8 Uhr morgens geht's irgendwann im Laufe der Woche wieder mit irgendwas anderem weiter. Mal schauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.